Helmut Maronazzelle. Und dann, meine Damen und Herren, ich sage nur eins. Castor, der böse, böse Atomtransporter, hat sich heimlich zu uns reingeschlichen, begleitet von 10.000 Polizisten auf der Eisenbahn. Und deshalb heute nicht in gewohnter Heiterkeit, sondern mit tiefem politischen Hintergrund, Folge 40 der erfolgreichsten Serie. Die dicken Kinder von Landau. Folge 40. Mama, Castor kommt. Dienstagabend in Deutschlands beliebtestem Piratensender. Und Sie wissen es, Zeit für eine Zusammenfassung der dicken Kinder von Landau, was in den letzten Folgen geschah. Mein Name ist Dennis Störsch. Sie kennen vielleicht meinen berühmten Kollegen Dennis Störsch, aber er hat den Polunder und ich habe die Ärmel, meine Damen und Herren. Was bisher geschah? Der dicke Guido ist erschüttert. Die Stadt Landau hat seine Eltern zur Zahlung von 230.000 DM verurteilt. Angeblich für Straßenausbesserungsarbeiten rund um Landau, die Guido erforderlich gemacht haben soll. Seine Eltern haben ihn daraufhin auf halbe Ration gesetzt und umgehend 4 der 8 Kühlschränke aus Guidos Zimmer geräumt. Der Junge ist verzweifelt. Bis auf 3 Eimer Mayonnaise und ein paar Stückchen Biskin zum Tunken hat er an diesem Morgen kaum etwas im Magen. Ausgerechnet heute, wo er doch aktiv gegen den menschenverachtenden Atommülltransport demonstrieren will, der an diesem Tag auch durch Landau rollt. Der Gedanke, dass seine Kinder eines Tages nur noch verstrahlte Mayonnaise trinken können, macht Guido zornig. Egal, Hunger oder nicht, er muss handeln. Als der mörderische Castor anrollt, ist Landau wie ausgestorben. Alle haben sich feige in den Häusern verschanzt. Alle? Nein. 3 zu allem entschlossene Kinder legen sich todesmutig auf die Gleise. Guido, Petra und Ronny bilden ein Massiv. Der Lokführer ist außer sich. Umdrehen! 3 fette Säue voraus! Aber es ist zu spät. Die Lok hat sich in Guidos Bauchwulst verfangen. Dann essen die Kinder den Castor Ratzeputz auf. Ganz Landau feiert. Doch der Triumph hat seinen Preis. Beim Versuch, die 3 Helden auf den Schultern durch Landau zu tragen, verlieren 200 Menschen ihr Leben. Demnächst mehr mit den dicken Kindern von Landau. Vielen Dank.